Ahoi, liebe Camperfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind on Tour. Endlich mal wieder raus. Und wir haben es sage und schreibe sehr, sehr kalt draußen. Minus 3, minus 4. Heute Morgen waren es minus 9 Grad. Ja, da mussten wir erstmal das Auto wieder auftauen, denn die Heizungsrohre waren alle gefroren. Nee, Heizungsrohre nicht. Wie heißt es? Die Wasserrohre waren gefroren. Abwasser und normales Wasser. Also das ist einfach so, man hat immer noch ein paar Reste drinstehen. Wir haben alle Hähne entleert. Also von daher, aber das hast du halt immer mal. Ja, wie ihr, also ich sag da, ihr habt schon wieder ein tolles ein Riesenvorteil. Ihr habt das Intro ja schon gesehen, ihr habt das Thumbnail gesehen, das heißt, ihr wisst, wo es hingeht. Wo es hingeht, wir noch nicht. Wir wissen es nicht noch überhaupt noch gar nicht. Heutiger Stand ist, dass wir nach Fulda fahren in die Ecke, weil wir haben noch zwei Sachen zu erledigen. Wir müssen zur Dekra und wir müssen zur Post, da müssen wir noch was abgeben. Ja, und sonst schauen wir einfach mal, was es bringt. Eben gerade haben wir noch ein leckeres Stück Kuchen gegessen. Wie ihr seht, ist leer, nichts mehr für euch da. Mhm. Und ja, Heizung heizt hier gerade ein, weil während der Fahrt, also wenn die Sonne da war, war es richtig angenehm, aber sonst... Naja, im hinteren Bereich wird es halt dann kalt, ne? Das ist so. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das denn jetzt machen. Wir haben noch 50 Kilometer vor uns oder so, oder 50 Minuten Autofahrt haben wir noch vor uns. Dann kommen wir an, hoffen, dass der Platz natürlich funktioniert. Das wissen wir ja auch alles nicht. Also mal gucken. Es wird irgendwann jetzt interessant sein. Und dann würde ich sagen, melden wir uns aus der Ecke Fulda wieder. Wir sind angekommen und zwar in Schlitz. Das ist hier in der Nähe von Fulda. Das ist an der Schlitz. Genau, das ist hier ein kostenfreier Stellplatz, wo wir stehen. Ich glaube, die Schlitz ist sogar dort in der Nähe. Also so weit weg ist die, glaube ich, gar nicht. Da ist die Brücke. Das genau, da ist eine große Brücke hinter. Vielleicht können wir es euch noch zeigen, das wissen wir noch nicht. Genau. Weil wir machen jetzt einen Spaziergang für euch erstmal. Wir haben heute den 26.12.2021. Das heißt, wir sind noch ein bisschen in Weihnachtsstimmung und wie ihr seht, in Schneestimmung. Ja. Ein bisschen Schnee haben wir hier auch. Genau, das war ja so schön, dass bei uns wirklich in der Region Heiligabend tatsächlich angefangen hat zu schneien. Also das war so toll. Und ja, jetzt werden wir auf jeden Fall eine schöne Tour machen. Wie gesagt, wir haben noch keinen Plan. Also wir haben Begriffe im Kopf wie das Ahrtal, wir haben die Schweiz genannt. Wir hatten sogar Italien genannt, weil da besseres Wetter ist. Wir wissen es aber nicht, weil Italien könnte einfach kompliziert werden, ja, was, was die Einreise angeht. Ich halt gerade, Transit ist ja nicht das Problem, aber Einreise. Ja, aber ich glaube auch die Schweiz wird ein Problem, denn wir haben auch noch keine Schneeketten. Also von daher. Ja, es ist alles noch so. Es ist halt die erste große Tour, die wir halt mit unserem Buggy machen. Genau. Ja, und jetzt heißt es ein bisschen hier die Region anschauen und ja, also wichtig ist, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, weil ich kann nicht mal in die Zukunft sprechen, weil das Video kommt ja erst 2022. Das stimmt. Aber wie gesagt, das hoffen wir natürlich, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. In diesem Sinne noch ein frohes Neues. Ein gesundes Neues vor allen Dingen. Das ist so komisch, wenn man das im alten Jahr hat. Aber, ja, aber egal, ihr wisst schon, wie wir das meinen und ja, wir gucken halt dafür schon in die Zukunft, natürlich. Genau, so und jetzt laufen wir ein bisschen hier umher und ja, schauen uns mal hier was an und wenn es was zu zeigen gibt, dann werden wir euch das gleich einblenden, bevor wir wieder im Auto sitzen. So machen wir das. Und dann erzähle ich euch noch, was Dummes Stefan getan hat. Aber es war schön. Also das muss man ja so sagen. Also ja, ihr habt es ja gesehen. Ne? Villa habt da gerade eingeblendet bekommen. Ja, also der Platz hier ist wirklich gut. Bisher ist es hier ziemlich ruhig. Also das gehe ich mal davon aus, dass es auch so bleibt. Ist ja auch weit genug von der Autobahn entfernt. Also ja, ja, das auf jeden Fall. Aber wir haben es auch erst Viertel nach vier.
Da wird man sehen, was der Abend noch so bringt. Ja, wenn ihr das richtig seht, ja, wir haben jetzt hier die alten Decken. Vorhänge aus dem Bulli haben wir jetzt hingepackt, damit die Kälte nicht so stark von vorne kommt. Weil das muss ja nun auch nicht sein, dass wir die ganze Wärme verschenken hier. Ja, wir wollten das einfach mal ausprobieren. Das haben wir sowieso schon mal gesagt, dass dann das im Prinzip so ein bisschen abgedeckt ist. Und naja, mal gucken. Ne? Das müssen wir morgen, können wir ja mehr zu sagen. Also Auf heute jeden ja noch Fall ist nicht. es schön muckelig jetzt hier. Wir haben 20 Grad eingestellt. Badtür ist offen, sodass die Wärme auch hier reinkommt und nicht im Bad bleibt. Sonst ist das Klo das wärmste Zimmerchen. Das muss jetzt nicht sein. Nee. Und Stefan, was hast denn du fabriziert, Alter? Ja. Ich bin noch mal in die Garage. Wir haben so eine Fernbedienung für die Garage, muss man dazu sagen. Naja, und da habe ich dann noch mal Frostschutz geholt für das Scheibenwischwasser. Ja, habe aber den Schlüssel meiner Eltern genommen. Und dann haben wir natürlich glattweg mal den Autoschlüssel mit der Fernbedienung mitgenommen. Ja. Ja, sind ja nur 222 Kilometer weit entfernt. Gott sei Ungefähr, ja. Dank haben sie ja noch einen Ersatzschlüssel, sonst Ja. wäre das Ja, schlimm. ja. So, wir bereiten langsam aber sicher unser Weihnachtsessen nochmal vor. Ihr werdet gleich staunen, wenn wie das denn hier aussieht, wenn wir hier tatsächlich zu Abend essen. Ich wollte gerade sagen, es ist zweiter Weihnachtstag und da muss man sich das nochmal gut gehen lassen. Und zwar so richtig gut. Und zwar besser als vor 2 Jahren, wo wir groß getönt haben: Oh, wir haben ja noch so lecker Würstgulasch und bla Ha. bla. Genau. Nee, hatten wir nicht. Wir hatten Kuchen bei. Ja, aber jetzt haben wir das Richtige dabei. Und das machen wir jetzt fertig. So, unser erster Gang ist serviert. Hochzeitssuppe, niedersächsische Hochzeitssuppe. Nach Rezept von Bärbel. Genau. Weil da gibt es ja immer tausende von Rezepten, selbst die niedersächsische. Wir haben ja zu unserer Hochzeitssuppe gehabt, niedersächsische. Die war wieder ganz anders gemacht. Also. Ja, es ist halt unterschiedlich. Aber es ist die Bärblische Hochzeitssuppe, die schmeckt richtig lecker. Sind noch unterschiedlich. Stefan hat ein paar Sachen mehr drin als ich. Naja, ich habe noch ein bisschen Spargel, du magst den halt nun mal nicht. Wobei mein Teller irgendwie mehr aussieht. Also, Ja. aber in diesem Sinne, wir stoßen an. Auf einen schönen zweiten Weihnachtstag noch. Genau. Auch Prost. ihr den gehabt zu haben, ne? Genau. Wir haben ihn ja noch. Und ich würde sagen, jetzt lassen wir uns das Essen mal so richtig gut schmecken. Genau. In diesem Sinne, Newton. Mahlzeit. Hast du denn überhaupt schon was bei dir dran? Nö. Mein Gott. Warm und lecker. Zweiter Gang. Der erste Gang war wie immer lecker, lecker, lecker. Ja, ganz oder gar nicht. Wir Ja, nehmen ganz. genau. Also ihr seht schon, wir lassen uns das richtig gut gehen. Wird auch nochmal eingeblendet. Ihr seht es ja nur von der Seite und ihr seht das mal von oben. Genau. Ja, in diesem Sinne würde ich auch nochmal sagen, stoßen wir nochmal an. Genau, zum Wohl. Auf Zum das Wohl. tolle Essen. Prost. Prost. Wollen wir mal die Ente zerlegen? Ach nee, die Gans. Die Gans. Deine Ente, ne? Meine Ente. Ente, Ente, Ente. Nein. Ente gut, alles gut. Ja, in diesem Sinne. Das ist aber eine Gans. Für die Ente war alles gut, aber die Gans, die hat Die hat es nicht geschafft. Aber schön zart. In der Zeit, wo wir essen, könnte einer von euch schon mal überlegen, wer hierher kommt und dann den ganzen Abwasch macht. Weil wir sind ja beim Wohnmobil-Dinner. Da isst man ja nur, da wäscht man nicht ab. Stimmt, da Also, gibt man das Ganze eigentlich raus und dann wird das abgewaschen und fertig ist die Kiste. also, Aber er kriegt es eigentlich auch nicht zurück, ne? ja, geben sie wieder zurück. Deshalb Ja, ja. überlegt euch das mal, wer das von euch macht. Wir essen in der Zeit Mal und weiter und genießen das. Also in diesem Sinne, Mahlzeit. Newton. Ja, das Essen, das war richtig lecker. Ja, ich würde sagen, Zeit für Nachtisch. Ja, aber nur für Stefan. Also ich bin echt durch. Also das war so lecker.
Da gab es ja zweimal Suppe im Vorfeld, dann die leckere Gans mit Rotkohl und Soße und... Du hattest auch das größere Stück, also von daher... Deshalb, also ich bin richtig gut, ich habe gut gegessen. Ja, ich werde es mir jetzt hier noch mit einem leckeren Eis, denn wir haben ja unseren Kühlschrank jetzt. Ja. Also kann man auch Eis bewahren, das funktioniert wirklich gut, haben wir schon mal ausprobiert. Letztes Wochenende. Letztes Wochenende. Genau, gibt kein Softeis, gibt wirklich hart gefroren. Also es ist zumindest gut gefroren. Wir haben schon mal so ein bisschen gemessen. Wir haben, was haben wir an Minusgraden? So 9 Grad. Ja, jetzt sind es gerade minus 9 Grad. Der läuft auf Stufe 3. Also das heißt... Und wenn wir richtig kalt machen, ist er bei minus 19. Ja, ja. Also von daher alles gut. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Gut, dann lass mal, nicht, dass es dann auftaut. Das möchte ich mal nicht. Dann lass es dir schmecken. Mahlzeit. Nö, lass es dir einfach schmecken. Wolltest du auch noch? Nee, ich mag das nicht. Ich bin satt. Du magst es nicht, du bist satt. Ich bin vollkommen satt. In diesem Sinne, Mahlzeit. So, lecker gegessen haben wir. Abgetrocknet und abgewaschen haben wir. Umgekehrt natürlich in der Reihenfolge, mal macht mehr Sinn. Ja, erst abtrocknen, dann den ganzen Dreck im Trockentuch. Dann haben wir natürlich gerade unser eines Video fertig gedreht. Ja. Und zwar Traumzerplatz und was nu? Habt ihr ja schon gesehen. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Und wir werden uns jetzt das jetzt gemütlich machen, wahrscheinlich Film gucken. Ja. Und ja, morgen geht's weiter, hier in Hessen, ne? Fulda geht's morgen, weil wir haben noch zwei Sachen zu erledigen. Und dann werden wir mal schauen, ob es Richtung Frankfurt geht, Koblenz. Wir haben uns jetzt entschieden, wir werden nicht ins Ausland fahren. Schweiz ist zwar wunderschön, Italien ist wunderschön, aber das sind alles Sachen, wo wir sagen, ach, das wissen wir nicht, was draus geht. Deshalb, wir bleiben im wunderschönen Deutschland. Jetzt ein bisschen in Hessen und vielleicht noch in die Pfalz. Mal schauen. In diesem Sinne, gute Nacht und bis morgen. Bis morgen. Guten Morgen, es ist 10 Uhr in der Nähe von Fulda. In Schlitz. In Schlitz, genau, so wie es heute. Guten Morgen. Ich hätte ihn vergessen. Ja, wir haben gut genächtigt hier. Es ist halt Ferienzeit, das heißt, bekloppte Brüllaffen laufen hier umher, das ist nun mal so, damit muss er leben. Aber wir haben eigentlich gut geschlafen. Wetter ist nach unten, regnet halt, aber... Ja, es ist vor allen Dingen ganz mieselig. Also. Das ist etwas, was man nicht ändern kann. Also werden wir einfach gucken, was wir machen können. Ich habe mir zur Not zwei Bücher zu Weihnachten geschenkt bekommen. Da kann ich zur Not was lesen. Du hast einiges zu schnibbeln. Ich wollte gerade sagen, ich muss einige Videos schneiden für euch, also von daher... Ich glaube, wir werden uns heute den Tag gut vertreiben können. Aber jetzt müssen wir nach Fulda direkt, denn wir haben zwei Aufgaben zu erledigen. Wie gesagt, einmal Deka, wir brauchen da noch was und wir brauchen... Ne, wir müssen noch ein Paket wegbringen, denn wir haben halt was falsch bestellt und das muss halt wieder zurück. Das brauchen wir nicht. Genau, das seht ihr oder habt ihr schon gesehen, das wissen wir gar noch nicht. Das sind ja einige Videos, die jetzt gerade so in der Pipe sind. Wir filmen gerade... Geht um die Energieversorgung auf jeden Fall. Parallel gerade 3-4 Videos und dann langsam verliert man doch ein bisschen den Überblick. Ja, ist ja auch egal. Es wird irgendwann kommen oder es ist schon gelaufen. Genau. So, wir machen uns jetzt los und dann melden wir uns, wenn wir wissen, wo wir jetzt nächstes hinfahren. Alles haben wir erledigt. Alles, was wir brauchten. Das ging ja relativ gut in Fulda. Denn ganz schnell bei Dekra. Weil wir mussten uns die grüne Plakette noch holen. Das wird langsam ein Dauerbrenner. Das muss man ja schon sagen. Und dann mussten wir noch die falschen Spannungswandler zurückschicken, weil da haben wir uns wirklich verkauft. Haben wir beide nicht wirklich gelesen. Wir dachten wirklich 12 Volt. Ich hatte auch gedacht, dass ich den für 12 Volt erwischt habe, aber nee, ich habe den leider für 24 Volt erwischt. Ja. Also das passt natürlich nicht. Jetzt werden wir ganz normal erstmal prüfen und schauen, wie wir was da machen. Also sprich, ausmessen, wo soll er denn hin? Das gucken wir uns jetzt nochmal genau an. Ja, man muss aber halt auch sagen, qualitativ war das Gerät sehr gut, aber das Problem ist, der war auch sehr groß. Also wohin wieder mit dem ganzen Gedöns? Das wäre ein Monsterteil gewesen. Ja. Ja. Dann haben wir noch schnell eingekauft, haben Brot geholt und jetzt sind wir in Rodenbach, glaube ich. Rodenbach heißt das Ding. Ja, genau. Bei Hanau? Nee. Aha. Ja, wie auch bei immer. Bei Hanau. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Entsorgungsstation, denn da laufen wir gerade hin. Das schauen wir uns mal an. Da gehen wir jetzt auch mal schnell rüber, bevor das Auto kommt. Genau, da kommt nämlich gerade Rudolph the Red-Nosed Reindeer.
Wichtigste jetzt gleich gemacht. Wir haben kontrolliert, ob Wasser drauf ist. Fähr- und Entsorgung. Also das scheint wunderbar zu funktionieren. Das heißt, hier können wir morgen wieder Fähr- und Entsorgen. Und wir sind hier am Naturpark Hessischer Spessart in der Nähe. Also es ist sehr viel Wald hier und so weiter. Also ich glaube, hier kann man ganz gut die freie Natur und so weiter genießen. Genau. Und das werden wir vielleicht machen oder auch nicht. Eigentlich habe ich Bock auf eine Brotzeit. Das machen wir auch erst und danach schauen wir weiter. Genau, ist auch ein guter Plan. Das heißt, so wirklich viel seht ihr dann jetzt davon nicht, aber vielleicht nachher noch. In der ersten Folge kann man ja auch mal Sachen machen, die man sonst auch so seltener macht. Ne? Genau. Willst du noch Sport machen? Der ist ein Sport, hier kannst du rennen. Ja, Pferderennen oder was sind das hier? Nee, das ist normale, nee, du normaler Sportplatz. Du sollst laufen hier. Ich wollte sagen, aber Pferde habe ich hier auch irgendwo gesehen. Ja, da sind wir dran vorbei. Dran vorbei. Die sind überall Pferde. Genau. Lecker Brotzeit, muss man immer wieder sagen. Das ist so ungewöhnlich, ne? Wenn man sich überlegt, zu Bulli-Zeiten haben wir nie sowas gemacht. Ja, jetzt hat man halt den Platz, ne? Einen großen Kühlschrank, das ist halt alles ein bisschen anders. Jetzt hat man immer Wurst dabei und ja. Man isst halt was zum Mittag. Das ist ja auch mal ganz gut. Ja. Es hat auch gehört zu regnen, das ist auch ganz gut. Wir sind auf der Spur. Wie heißt das noch hier von... Ah, wie hieß denn das gerade eben? Jetzt habe ich es vergessen. Na, wie gut, dass ich ein Foto gemacht habe. Das Schlimme ist, ich weiß nicht, ob wir gerade verfolgt werden. Das nee, weiß ich nicht. Der biegt ab. So. Auf den Spuren stand da irgendwie von... Was denn? Auf den Spuren? Was denn das für... Auf jeden Fall auf dem Weg zur... Das sind die Spessart-Spuren. Genau, die Spessart-Spuren. So, genau. Und auf dem Weg zur... Barbarossa-Quelle. Genau. Wollte gerade sagen, jetzt habe ich das auch schon wieder vergessen. Klosterruine. Also hier gibt es mehreres. Ob wir es jetzt zur Barbarossa-Quelle schaffen, weiß ich nicht. Sind 3,5 Kilometer. Das müssen wir uns dann mal anschauen. Ja, oh, ihr Flugzeug. Jetzt das ist ein dummer Flugzeug. Hängt dann auch noch mal ein bisschen vom Wetter ab. Also genau. Es ist halt nicht so super schön, aber... Ja, ein bisschen laufen könnten wir schon, das kriegen wir. Das soll ja allgemein auch nicht gut werden. Also wir haben jetzt mal den Wetterbericht angeguckt. Das Jahr neigt sich mit nicht so schönem Wetter, was halt ein bisschen schade ist. Jetzt ist es auch ein bisschen matschig, das heißt, ja. Und der Kamera ist nicht lang genug, dass wir halt sagen können, das funktioniert. Aber ja, wir machen das Beste draus. Wir dann verbleiben halt eine Nacht jetzt hier noch in der Ecke Hanau, in Rodenbach, wie gesagt. Und schauen uns einfach mal an, was es hier noch zu sehen gibt. Und dann werden wir morgen auf jeden Fall das Ländle wechseln. Dann geht's nach Rheinland-Pfalz. Mhm. Und dann wollen wir mal gucken, wo wir da landen. Mosel oder Rhein. Es kommt drauf an, wo das Wetter eine Mühe besser ist. Aber das ist erstmal morgen. Jetzt gehen wir spazieren. Und wenn das Zeichen gibt, dann zeigen wir euch das. Ja, wir haben uns verlaufen. Etwas. Irgendwann stand sogar so ein komisches Häuschen auf Leberkuchen fein da umher. Und weil wir dachten, da kam so eine komische, kritzige Stimme und sagten, ne, da gehen wir mal besser nicht lang. Dann haben wir irgendwann gedreht. Also so, Barbarossa-Quelle ohne uns. Naja, vielleicht das nächste Mal. Aber wir sind trotzdem gut gelaufen. 4 Kilometer so roundabout, wenn wir beim Auto sind wir gelaufen. Das heißt, ein bisschen sporty unterwegs gewesen. Naja, ich will ja auch noch ein bisschen was schneiden, sonst schafft man das nachher auch nicht so richtig. Also von daher ist es auch nicht so schlimm. Das Gemeine ist, wir hätten jetzt Kuchen. Ah, das heißt, wir machen jetzt erstmal eine Kuchen. Also eine Kaffeezeit. Wir könnten jetzt noch Kuchen essen. Also wir sind ja gut ausgestattet. Ja. Diesmal. Und wobei ich glaube, da reicht ein Stück aus. Also Kuchen haben wir weitaus mehr, aber ich glaube, für jeden Stück, das müsste reichen, oder? Ja, ich glaube schon. So, nochmal kurzes Fazit zu diesem Wald. Es handelt sich hier um einen Mischwald. Sehr schön gelegen, also finde ich schon ziemlich gut. Klar, ich glaube im Herbst wird das natürlich hier mega toll sein mit den bunten Blättern und so weiter. Jetzt ist es halt alles mehr so ein bisschen trist. Aber nichtsdestotrotz, tolle Luft hier, kann man sich nicht beschweren. Ab und zu mal ein Flugzeug überein, aber das ist... Also ich weiß nicht stören. Ich weiß nicht, wo du Trist hattest. Ich hatte puren Sonnenschein immer. Wir sind da lang gelaufen. Ich fand ja, da war purer Sonnenschein. Ja, das fand ich auch. Also wenn wir in der Nähe sind, ist doch immer alles schön. Genau. Also. Jetzt. Wir noch werden den Rest. Etwas Kuchen essen, dann wirst du schneiden. Richtig. Und ich werde tatsächlich anfangen, ein Buch zu lesen. Ja, das versuch mal. Mal gucken, wie weit ich da komme.
Und ja, dann gibt es die nächsten Bilder. Wahrscheinlich zum Abendessen mal wieder. Genau. Nur abfuttern die Leute. Mann, Mann, Mann. So, jetzt haben wir gestern gar nichts mehr aufgenommen, nachdem wir diesen langen Spaziergang gemacht haben. Weil du hast ja was geschnitten und ich habe hier neuerdings Bücher. Das habe ich nämlich zu Weihnachten bekommen. Wollen ja kein bisschen Werbung machen. Und ja, da habe ich schon mal die ersten Kapitel durchgelesen und das mache ich dann so weiter, weil er hat noch ein bisschen was zu schauen sogar. Und deshalb habe ich mir gedacht, ach, kannst du dir mal zu Weihnachten ein Büchlein wünschen, beziehungsweise zwei. Außerdem haben wir auch noch ein bisschen hier was zu bauen und ein bisschen was zu tüfteln und herauszufinden. Also genau, das ist ja alles sein Metier und dann habe ich gedacht, damit ich ihn in Ruhe lasse, kann ich einfach in Ruhe lesen. War auf jeden Fall schön in Hessen. War ja mal zum ersten Mal wieder seit langer Zeit, dass wir in Hessen waren. Erst in Schlitz und jetzt in der Nähe von Hanau in Rodenbach. Also der Stellplatz ist ganz in Ordnung. Wir werden gleich nochmal Fähr- und Entsorgen. Ja, gut, man hört hier so ein bisschen die Flugzeuge. Das muss man halt, ja, das von muss man dazu sagen. Von 5 bis 11. Ja, genau. Also, aber alles gut. Das weiß man, wenn man hier in der Nähe von Frankfurt ist, dass man diese Flugzeuge hört. Aber das stört überhaupt gar nicht. War richtig schön hier. Und ist kostenfrei, der Stellplatz hier. Genau. Die ganzen GPS-Koordinaten auch von Schlitz sind natürlich unten in der Videobeschreibung drin. Also falls ihr mal auf dem Weg seid, weil das liegt immer so an der A7 oder an der A66. Da kann man auf jeden Fall sich gut nochmal schnell für eine Nacht hinstellen. Genau, das auf jeden Fall. Das soll es jetzt gewesen sein. Wir werden jetzt in die Pfalz fahren. Genau. Also Rheinland-Pfalz, so der Plan. Hoffentlich haben wir uns nicht völlig verdappert, was Geografie angeht, aber es sollte Rheinland-Pfalz sein. Da fahren wir hin und dann werden wir da noch ein paar Tage verbringen. Das alles dann aber in den nächsten Teilen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.